Bauchtanz ist nichts für mich. Aus dem Alter bin ich raus. Bleiben Sie noch eine Stunde am Telex und gehen Sie dann schlafen. Gute Nacht, Basti. Gute Nacht, Kommandant. Kommandant? Ja? Ich habe den Eindruck, die Ruderanlage streikt. Was heißt, dass sie streikt? Naja, zwei oder dreimal habe ich korrigiert, um den Kurs zu halten, aber das Schiff weicht immer wieder nach Backbord aus. Wir geben das lange schon so? Erst seit der Kommandant die Wache übernommen hat. Ich kümmere mich drum. Fehler? Wir haben Ärger mit der Steuerung. Prüfen Sie doch bitte mal die Rudermaschine nach. Ich komme, warten Sie auf mich. Ravi, tut mir leid. Sie müssen noch eine Weile auf Wache bleiben. Ich gehe mal zu Pelon hinunter. Nun, Pelon? So was sehe ich zum ersten Mal, Kommandant. Was ist denn los? Ein Weizenlager in Untersetzungsgetriebe ist gerade dabei, den Geist aufzugeben. Wahrscheinlich eine poröse Stelle im Stahl. Typischer Fall von Materialabfall. Welche Ursache ist mir egal, wie gibt es denn die Auswirkungen? Im günstigsten Fall haben wir in 20 Minuten überhaupt keine Steuerung mehr. Soll das fit sein? Nee, Kommandant. Das ist die Misere in ihrer ganzen Bitternis. So schlimm? So schlimm. Wir sehen nicht zu, was wir machen können. Ich informiere die Gesellschaft. Ich lasse einen Treibanker werfen und schicke über Funk einen Notruf. Ich hatte über Sprecher gerade von laufen. Danke, Feller. France Culture, wir senden Nachrichten. Wie wir soeben erfahren, hat der Riesentanker Michimaro, der mit 500.000 Tonnen Rohöl an Bord im Auftrag der Société Française de Transport Pétrolier auf der Höhe von Malta kreuzt, ein Notsignal ausgesandt. Infolge eines Maschinenschadens treibt er ohne Steuerung. An Bord alles in Ordnung, meldet der Funk. Hören Sie einen ausführlichen Bericht in unserer nächsten Nachrichtensendung. Herr Minister, die Michimaru ist in Seenot. Was können Sie uns bezug auf die Sondersitzung des Kabinettsrates sagen, der gerade tagt? Im Grunde genommen wenig. Außer vielleicht, dass der Präsident der Republik den Verlauf dieser Angelegenheit mit größter Aufmerksamkeit verfolgt. Herr Minister, abgesehen davon, dass das Leben der 20 Mann Besatzung bedroht ist, wie steht es mit den 500.000 Tonnen Rohöl, die Michimaru in ihren Kammern transportiert? Sie bedeuten eine sehr ernste Gefahr. Ich möchte Ihnen gleich dazu sagen, dass wir uns über die Entwicklung der Situation von Minute zu Minute auf dem Laufenden halten. Zurzeit ist sie noch nicht katastrophal zu nennen. Herr Minister, mit Ihrer Bemerkung über eine ernste Gefahr haben Sie natürlich die Wasserversorgung gemeint, oder? Ich bin kein Spezialist, aber stellen Sie sich nur einmal vor, der Kommandant Coutanche würde aus reinem Pflichtgefühl die Entscheidung fällen, seine Tanks zu entleeren, um Schiff und Leben seiner Mannschaft zu retten. Und die ganze Wasserwelt im Mittelmeer würde innerhalb von 6 Monaten absterben. Sind derartige Auswirkungen wissenschaftlich erwiesen, Herr Minister? Ich bin kein Ökologe. Ich gebe an Sie nur die Auskünfte weiter, die ich selbst erhalten habe. Wir haben nicht das Recht, die Wahrheit zu verheimlichen, auch wenn sie nicht erfreulich ist. Dennoch bitte ich Sie, mit der Veröffentlichung dieser Information zu warten. Es ist unnötig, die Öffentlichkeit zu alarmieren und jetzt schon eine Panik auszulösen. Gott sei Dank ist der Fall ja noch nicht hoffnungslos. Sind denn überhaupt besondere Vorkehrungen getroffen worden, Herr Minister? Vorerst keine. Die Société Française des Transports Pétroliers trägt allein die Verantwortung für die Befehle, die sie gibt. Wenn in den kommenden Stunden keine Lösung gefunden wird, werden alle Mittel eingesetzt, um das Schlimmste zu verhüten. Und wann, glauben Sie, könnte das Schlimmste eintreten? Morgen gegen Abend. Alles in allem bleiben 16 Stunden. Ja, es war absolut richtig, dass Sie mich geweckt haben. Also, worum handelt es sich? An Bord der Michimaru gibt es Schwierigkeiten. Eine Panne? Ja. Haben Sie das letzte Telex da? Hier ist es, Herr Generaldirektor. Danke. Haben Havarie an Bord, Getriebelager gebrochen, Michimaru manövrierunfähig, schicken Seenotsignal, treiben mit 4 Knoten an Bord, alles okay. Das ist ja unglaublich. 500.000 Tonnen Rohöl an Bord der Michimaru treiben mit einer Geschwindigkeit von 4 Knoten auf dem Meer rum und sie schließen mit an Bord, alles okay. Übermitteln Sie in Klartext. Generaldirektor, SFDP an Kommandant Coutanche an Bord der Michimaru. Müssen Ihr Schiff mit allen erdenklichen Mitteln halten. Wir befehlen sofort, die Tanks zu leeren, um Auflaufgefahr zu mindern. Erwarte Bestätigung von Ihnen mit nächstem Telex. Dem Matthias. Nun, Ravi, was ist? Der Treibanker ist geplatzt, Kommandant. Na, das war zu erwarten. Bastille hat eine Nachricht von der Renaissance aufgefangen. Ja. Ursprünglich sollte sie uns morgen gegen Abend kreuzen, aber sie ist bereit, ihren Kurs zu ändern und voll aufzudrehen.
falls Sie sich entschließen, die Michimaro aufzugeben. Soweit in Pelaran nicht. Nichts anderes im Funk? Pelaran hat die technischen Daten des Ersatzteils an die Schiffswerft von La Valletta durchgeben lassen. Ja, gut. Wenn die das Teil haben, können wir vielleicht nochmal davonkommen. Und wie denkt Pelaran sich das? Ja, also wenn wir die Abdrift berücksichtigen, sind wir morgen Vormittag nicht mehr allzu weit von Malta weg. Richtig. Die Werft schickt uns einen Hubschrauber mit einem Ingenieur und dem Walzenlager. Wir reparieren und die Sache ist gelaufen. Ja. Basti, sagen Sie mir Bescheid, sobald Sie eine Antwort aus La Valletta haben. Aber auf der Werft ist niemand. Ja, das ist mir klar. Man kann nicht mitten in der Nacht Wunder erwarten. Morgen früh ist auch noch Zeit. Was sagt der Wetterdienst? Das Barometer fällt gewaltig. Sie sagen Windstärke 6 oder 7 voraus. Sicht fast 0 und eine Wolkendecke unter 100 Meter. Na gut, wir werden ja sehen. Radier, haben Sie die Abdrift berechnet? Ja, Kommandant. Und? Worauf warten Sie noch? Wenn wir das Zeug an Bord behalten, sind wir spätestens morgen Abend 19 Uhr auf Grund gelaufen oder abgesoffen. Ja, wenn wir ablassen, haben wir eine winzige Chance durchzukommen. Muss die Entscheidung sofort fallen? Ja, je schneller, desto besser, meiner Ansicht nach. Ja, gewöhnlich sind Sie optimistischer. Also wenn ich der Chef wäre, dann würde ich mir bis morgen Mittag Zeit lassen. Bis dahin ist praktisch nichts zu befürchten. Kommandant? Ja, was Sie? Gerade ist ein Telex von der Gesellschaft angekommen. Unterschrieben, dem Matthias. Er scheint wütend zu sein, weil man ihn aus dem Schlaf gerissen hat. Ankommen, dann Coutange und so weiter, müssen ihr Schiff mit allen erdenklichen Mitteln halten. Wir befehlen, Ladung sofort abzulassen. Das ist ein starkes Stück. Aber man kann doch nicht einfach 500.000 Tonnen Rohöl in den Bach schütten, Kommandant. Ja, ganz schön brutal, der Herr Generaldirektor. Ja, nur in einem Telex wird ein Befehl gegeben, ein ausdrücklicher Befehl, Rabier. Da sind riesige Interessen im Spiel. Ich weiß, Sie werden sagen, ich sei der Herr an Bord nach Gott. Ja, das ist gut und schön, um Touristen zu beeindrucken, die Sinn für Pathos haben. Hier ist der Generaldirektor, der liebe Gott persönlich. Und haben Sie eine Ahnung, was eine Schiffsanhalt wie die Michimaro kostet? Warum? Begeistert würde die Gesellschaft nicht sein, wenn sie so einen Supertanker verliert. Jetzt geht nämlich in die Hunderte von Millionen, von der Ladung an zu schweigen. Aber die sind doch versichert, oder? Na eben, deshalb geben Sie uns ja den Befehl, das Rohöl ins Meer zu kippen. Antworten wir drauf? Ja, natürlich, Basti. Schreibt Kommandant Coutange und so weiter an Monsieur de Matthias, Generaldirektor der SFTP. Situation nicht alarmierend. Kontrollierte Abdrift unverändert. Geschwindigkeit 4 Knoten. Haben Funkverbindung mit Schiffswerft von La Valletta aufgenommen. Hoffen, Ersatzteile zu erhalten. Erwägen Möglichkeit der Reparatur an Bord. Meteorologische Bedingungen verschlechtern sich langsam. Dürften Tiefdruckgebiet in den ersten Tagesstunden erreichen. Ich bleibe in Verbindung mit der Gesellschaft, dem Oberkommando der Marine, dem Hafen von La Valletta und den Schiffen, die uns zur Hilfe kommen können. Gebe jede Stunde Nachricht. Coutange. So, das geben Sie schnellstens durch. Danke, Basti. Was ist denn das für ein Telex? Situation nicht alarmierend, kontrollierte Abdrift. Ist Coutange vollkommen verrückt geworden? Ich habe schließlich Befehl zum Ablassen gegeben, Herr zu gehorchen. Man schüttet nicht 500.000 Tonnen Rohöl ins Wasser, Herr Generaldirektor. Wenigstens so lange nicht, wie die Lage nicht wirklich gefährlich ist. Ich wüsste nicht, dass ich Sie um Ihren Rat gebeten habe. Ich lasse nicht zu, dass Coutange das geringste Risiko eingeht. Die Michimaro hat 550 Millionen Francs gekostet. Das Öl pfeife ich. Wenn Sie erlauben, Herr Generaldirektor. Ja? Ich habe den Eindruck, dass nach Meinung des Kommandanten Coutange nicht die Ladung das Wichtigste ist, sondern die Folgen, die das Ablassen des Öls mit sich brächte. Was sagen Sie da? Bisher ist nichts durchgesickert aus der Kabinettssitzung, die im Élysée tagt. Aber ich bin sicher, dass die Teilnehmer sich die Köpfe heiß reden. Im Übrigen hat das Radio gerade ein Interview mit Professor Menardier gesendet. Er zieht unsere Gesellschaft mit ins Spiel. Nicht direkt natürlich, aber er hat von Superprofiten gesprochen und vom Trend zum Gigantismus. Was geht mich das an? Wenn die Michimaro ihre Ladung ablässt, so hat Menardier erklärt, bedeutet das die Verpestung des Mittelmeerbeckens innerhalb der nächsten 6 Monate. Das hat er gesagt. Das ist ja die Höhe. Hält man die Leute wirklich für Dummköpfe? Nein. Na, hören Sie, denken Sie ja nicht, dass mir die Probleme, die der Professor angesprochen hat, unbekannt sind. Aber leider ist dieser hervorragende Wissenschaftler ein Pessimist. Ein Gerüchtemacher, ein weichherziger Humanist, der die Öffentlichkeit mit düsteren Prognosen schockiert. Aber die Erklärung des Professors Menardier sind reine Vermutungen. Theorie, nichts als Theorie. Um seine Behauptung nachzuprüfen, müsste man tatsächlich das ganze Mittelmeer verpesten und das wäre idiotisch. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Geben Sie durch. Generaldirektor D. Matthias an Kommandant Coutange an Bord der Michimaro. Wiederholen strikten Befehl, Ihre Ladung Rohöl abzulassen. Sie müssen zwingend Schiff und Mannschaft durchbringen, halten Beistandsgesuch an die Kriegsmarine für vorteilhaft.
erwarten Ihre nächste Meldung. Der Matthias. Ravi, ich habe die Nase voll. Nichts als Übermüdung, Kommandant. Ach, mal im Ernst, Ravi. Es ist 8 Uhr morgens. 5-mal nacheinander habe ich dem Matthias wissen lassen, dass ich die Situation in der Hand habe. 5-mal habe ich mir den Kopf waschen lassen müssen. Man macht mich dafür haftbar, Ravier. Wenn ich diese Drecksladung nicht in einen Bach schmeiße und das Schiff nimmt den geringsten Schaden, bin ich geliefert. So sicher wie das Amen in der Kirche. Gefeuert. Ausgestoßen wie ein Pfuscher mit öffentlicher Rüge und einer knüppeldicken Prozessakte am Hals. Aber dem Schiff fehlt doch nichts. Ja, stimmt. Die Steuerung ist ausgefallen. Aber abgesehen davon fehlt dem Schiff nichts. Nur draußen. Da herrscht ein Wind von Stärke 8, der uns seit 4 Stunden vor sich hertreibt. Und dieses technische Wunderding ist genauso wenig lenkbar wie die Kon-Tiki. Ja, also ich gebe zu, Ihre Rolle ist nicht gerade Gold wert, aber solange wir ohne zu großes Risiko durchhalten können... Oh, Kommandant! Ja, ich weiß, Basti. Der Herr Generaldirektor befiehlt abzulassen. Nein, Kommandant, das ist viel wichtiger. Ich habe gerade Funkverbindung mit der Werft von La Valletta gehabt. Ja, und? Sie haben das Teil. Was? Ist doch großartig. Ja, die Hafenbehörde hat zugesagt, uns einen Hubschrauber mit einem Maschineningenieur rauszufliegen. Normalerweise müssten die Burschen anhand unserer Positionsmeldungen spätestens 2 Stunden hier sein. Da sehen Sie, Kommandant, ich hatte recht, man darf nie den Mut verlieren. Wie Wetterlage? Sicht null oder praktisch null. Ah, keine Aussicht auf Besserung? Vorläufig keine. Na, hoffentlich hindert das den Hubschrauber nicht, uns zu finden. Basti, gehen Sie wieder runter und sagen Sie Perlon, er soll mit dem Ausbau beginnen, damit gewinnen wir Zeit. Ja, in Ordnung. Noch was. Die Durchsage um 9 Uhr. Teilen Sie der Gesellschaft mit, dass an Bord alles okay ist. Ja. Und wir fast die Gewissheit haben, von La Valletta wieder flott gemacht zu werden. Wir müssen nur noch ein paar Stunden durchhalten. Das ist alles. Sagen Sie ihnen, ich nehme das Risiko auf mich, die Ladung zu retten. Ihre kostbare Ladung. Verstanden. Ah ja, Basti. Und sagen Sie den Jungs Bescheid, dass ich die ganze Mannschaft in 10 Minuten in der Messe versammelt habe. Wird gemacht. Wollen Sie ihnen die Neuigkeiten mitteilen? Ja, Javier. Sie haben ein Recht darauf, auf dem Laufenden zu sein. Nehmen wir an, der Hubschrauber ist pünktlich um 10 Uhr da. Dann gehen wir um 2 Uhr, 2.30 Uhr wieder auf Kurs. Ernsthaft kritisch, Leute, wird die Situation aber erst gegen 4, 5, spätestens 6 Uhr. Denn dann wird die Wassertiefe nur noch maximal 25 Meter betragen, was für unseren Tiefgang nicht mehr ausreicht. Also stelle ich euch die Vertrauensfrage. Gehen wir das Risiko ein oder gehorchen wir der Gesellschaft? Was ist Ihr Wunsch, Kommandant? Zum ersten Mal in meinem Leben möchte ich eine Entscheidung fällen, die mit der übereinstimmt, die auch die ganze Mannschaft fällen würde. Mein Gefühl sagt mir, dass wir auf keinen Fall das Öl ablassen dürfen. Und die Gesellschaft? Ja, die Gesellschaft hat nur ein Ziel im Auge. Sie will ihr Schiff retten, koste es, was es wolle. Selbst auf die Gefahr hin, dass ein ganzes Meer verseucht wird. Und Sie, Kommandant, Sie haben nicht die Absicht, das Öl rauszuschmeißen, oder? Ich werde es nur tun, wenn ihr glaubt, dass sonst das Risiko für uns alle zu groß ist. Also nur um unsere Haut zu retten, einzig und allein da. Aber wenn wir die Ladung ablassen, gehen uns die Prämien flöten. Ja, ihr könnt immer noch die Gesellschaft belangen. Oh, es ist nie gut, sich gegen das Feld zu bürsten, Kommandant. Aber wir haben das untereinander diskutiert. Und da wir der gleichen Ansicht sind wie Sie, haben wir einen Ausweg gefunden. Einen Ausweg? Ja, zu Ihrer Entlastung, Kommandant. Als Gewerkschaftsvertreter teile ich Ihnen mit, dass die gesamte Mannschaft bis heute Abend 5 Uhr im Streik ist. Passt Ihnen das? Was soll das heißen? Wir treten in Streik. Falls Sie nicht gerade ganz allein das Öl ablassen wollen, was Sie verdammt viel Schweiß und Zeit kosten würde, sind Sie gegenüber der Gesellschaft damit aus dem Schneider. Kommandant. Was Sie? Ja, ich habe gerade ein Kabel von der Admiralität erhalten. Was erzählen Sie da? Ganz offizielle Sache von der Impartable, unterzeichnet mit de la Marée. Kommandierender Admiral des Mittelmeergeschwaders. Und was hat er uns zu sagen, der Admiral? An den Kommandanten Coutanche an Bord der Michimaru. Nehmen Kurs auf Sie, versuchen Sie das Äußerste, die Ladung zu halten. Wenn Sie ablassen, Verpestungsgefahr von riesigem Ausmaß. Erbitten alle 30 Minuten Lagebericht. Diese Nachricht erfolgt im Auftrag des Präsidialamts der Republik, de la Marée, Admiral. Na, Ravier? Damit sind wir gedeckt, Kommandant. Auf La Valletta, ich rufe Michimaru. Michimaru, bitte kommen. Hier, Michimaru. Ich höre Sie sehr gut, Frelon. Sie müssen über uns sein. Dreimal versuche ich jetzt schon, in dieser Milchsuppe runterzugehen. Darf nichts zu machen. Versuchen Sie es nochmal, Frelon. Wie hoch ist die Wolkendecke, Michimaru? Praktisch null, Frelon.
Tut mir leid, Mishimaru, ich kann das Risiko nicht eingehen. Moment mal, Sie können es doch nicht im Stich lassen. Wir treiben ab mit 500.000 Tonnen Rohöl an Bord. Wenn wir nicht reparieren, gibt es eine Katastrophe. Das weiß ich alles, alter Junge. Aber wenn ich auf die Schnauze falle, ändert sich an eurer Lage nicht. Der Wetterdienst hat für die Mittagszeit Besserung angekündigt. Ich fliege zurück, tanke auf und komme gegen 13 Uhr wieder. In Ordnung? Das ist die äußerste Frist. Viel Glück, Frelon. Ich habe eben mit dem Hubschrauber gesprochen, Kommandant. Er kann nicht landen wegen des Wetters. Verdammter Mist. Der Wetterdienst sieht für mittags eine Beruhigung vor. Der Pilot fliegt zurück, tankt auf und kommt wieder. Dann will er es nochmal versuchen. Und wann? Gegen 13 Uhr. Also haarscharf. Bestenfalls sind wir um 17 Uhr wieder flott. Im letzten Moment. Herr Javier, was sagt das Echolot? Ja, noch sind wir nicht am Rand des Waschbeckens gelandet. Keine Gefahr. Gut, Basti, teilen Sie der Gesellschaft mit, dass der Hubschrauber um 13 Uhr hier sein wird. Und dass ich das Öl ablasse, wenn um 17 Uhr die Mannschaft ihren Streik beendet hat. Und bis dahin die Reparatur nicht durchgeführt sein sollte. Wir senden Nachrichten. Wie wir erfahren, driftet die Mishimaru immer noch ab und nähert sich gefährlich der Küste von Malta. Ein ausgedehntes Tiefdruckgebiet macht die Notreparatur des Riesentankers fast unmöglich. Ferner teilt man uns mit, dass an Bord die Matrosen in Streik getreten sind. Wir haben uns zu Monsieur Pierre de Mathias begeben, Generaldirektor der Société Française des Transports Pétroliers. Unser Sonderberichterstatter wird versuchen, von ihm den genauen Stand der Dinge zu erfahren. Ich gebe ab an Gilles Perrin. Monsieur de Mathias, es ist wohl das erste Mal, dass unter so ernsten Umständen ein Streik an Bord einer Ihrer Einheiten ausgebrochen ist. Ja, es ist das erste Mal. Ich weiß nicht, wie die Mannschaft zu dieser Entscheidung gekommen ist, aber für mich ist schon jetzt der Kommandant Coutanche dafür voll verantwortlich. Die Einbuße einer Einheit wie die Mishimaru würde einen unersetzlichen Verlust für unsere Gesellschaft, für unser ganzes Land bedeuten. Sicher sind Sie, Herr Generaldirektor, vor den schwerwiegenden Folgen gewarnt worden, die eine solche ins Meer abgelassene Unmenge Rohöl verursachen würde. Ich bin in der Tat über die Äußerungen von Professor Menardier im Bilde. Ich stelle die Kompetenz eines Mannes nicht in Frage, der weltweit anerkannt ist als Spezialist auf dem Gebiet der Umweltverschmutzung und der Ökologie, aber ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich mit seinen Erklärungen absolut nicht einverstanden bin. Was beabsichtigen Sie, Herr Generaldirektor, in Bezug auf den Streik der Matrosen und das Verhalten von Kommandant Coutanche zu unternehmen? Wie es auch ausgeht, Sie werden vor das Seegericht geladen. Ich persönlich erachte solch ein Gebaren für unannehmbar. Es muss durch Maßnahmen von exemplarischer Schärfe bestraft werden. Ich danke Ihnen, Monsieur de Mathias. Ich gebe zurück an die Zentrale. Hallo? Hier, de Mathias. Geben Sie mir bitte Monsieur Janvier. Monsieur Janvier ist zurzeit nicht da. Ich bitte Sie, Mademoiselle, ich weiß genau, dass der Kabinettschef in seinem Büro ist. Er ist im Augenblick in einer Konferenz. Also erzählen Sie mir doch nichts von einer Konferenz. Geben Sie mir sofort. Warten Sie bitte. Ich verbinde mit Monsieur Janvier. Janvier, was ist los, Pierre? Sie fragen mich, was los ist? Der Kapitän einer der größten Tanker der französischen Handelsflotte ist ein Rindvieh und geht alle Risiken ein, nur um seine Ladung zu retten. Seine Mannschaft ist im Streik. Der Präsident der Republik lässt ihm sagen, er sei ein großer Mann. Mich beschuldigt man, das ganze Mittelmeer zu verpesten. Und Sie fragen, was ist los? Aber was kann ich dabei tun? Janvier, wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Diäten bei der Gesellschaft so wertlos werden wie ein Metrobillet, dann ist es höchste Zeit, dass Sie sich rühren. In 5 Stunden ist das Schiff zum Teufel. Und ich kann es mir nicht leisten, 550 Millionen zu verlieren. Sie müssen erreichen, dass das Elysée seine Einstellung ändert. Machen Sie humanitäre Gründe geltend, die Interessen der Gesellschaft, die Gefährdung von Arbeitsplätzen, machen Sie sonst was geltend. Aber das Schiff muss unter allen Umständen gerettet werden. Das Öl ist mir gleichgültig. Ist das klar, Jean-Pierre? Absolut einleuchtend. Aber noch einmal, ich sehe nicht, was ich tun könnte. Wie? Der Präsident schätzt mit Recht die Gefahr der Verschmutzung durch das Öl größer ein, als den eventuellen Verlust eines Schiffes. Du lieber Himmel, wenn die Mishimaru versagt, ist das Ergebnis das gleiche. Wenn sie auf Grund läuft, sind die Schäden begrenzt. Also, Sie wollen nicht eingreifen? Ich habe nicht gesagt, ich will nicht. Ich habe gesagt, ich kann nicht. Nur das werden Sie noch bereuen. Wo bleibt Schreller denn los? Es ist schon 10 nach 1. Auf 5 Minuten kommt es auch nicht mehr an. Normalerweise müsst ihr uns zu packen kriegen. Denn der Wetterdienst hat Recht behalten. Der Wind ist abgeflaut und die Wolkendecke ist mindestens 150 bis 200 Meter hoch. Mishimaru, Freylon ruft Mishimaru, bitte kommen. Gib mir das Mikro, Basti. Hallo, hier Kommandant Coutanche. Ich verstehe Sie gut.
Wie ich höre, sind Sie über uns. Ein richtiger Flugzeugträger, Kommandant. Übrigens werden Sie hier noch ganz schön durchgerüttelt. Lassen Sie ein paar von Ihren Leuten rauskommen, um den Ingenieur in Empfang zu nehmen. Ich gebe sofort Befehl. Herr Coutange, schickt 4 Leute auf das Achterdeck. Ich komme auch dazu. Pellant, der Ingenieur von La Valette ist das. Hallo? Machen Sie sich gleich an die Arbeit. Sofort, Kommandant. Ich brauche noch 4 Leute zur Unterstützung. Ja, ich rufe Sie. Komm denn, hier geht's lang. Sie haben die Getriebewelle schon aufgebaut? Ja, das ist vorbereitet. Wir haben nur noch auf die gewartet. Schickt mal folgende Leute in den Maschinenraum. Gallier, Ronde, Guverne und Roussier. Ich komme wieder rauf. Javier, wir essen zusammen zu Mittag. Basti? Ja. Gibt's Neues? Die Ambatame wird gegen 17 Uhr bei uns sein. Ja. Der Admiral lässt fragen, wie weit wir sind. Er ist auch bereit, uns ins Schlepptau zu nehmen, wenn wir zu dicht ans Felsenufer kommen. Vorläufig sind wir allerdings noch nicht am Rand der Waschschüssel. Gut. Lassen Sie den Admiral wissen, dass das Ersatzteil an Bord und die Reparatur im Gange ist. Mhm. Danken Sie ihm für sein Hilfsangebot und sagen Sie ihm, wir werden nicht versäumen, uns an ihn zu wenden, wenn Not am Mann ist. Ich habe bei der 13-Uhr-Meldung an die Gesellschaft nur durchgegeben, keine besonderen Vorkommnisse. Ein Anschnauzer mehr oder weniger, was soll's. Um 14 Uhr schicken Sie folgende Nachricht durch. Kommandant Coutange und so weiter, an Generaldirektor de Matthias und so weiter, Ersatzteil an Bord, nehmen die Reparatur in aller Eile vor. Haben Zusicherung, der Umbatabel uns notfalls in Schlepp zu nehmen. Streik des Schiffspersonals ist um 17 Uhr beendet. Coutange. Geben Sie Anweisung, den Mercure herauszuholen. In einer Stunde hat er startklar zu sein Richtung Malta. Der Pilot soll sich um die Formalitäten kümmern. Ich bin in 50 Minuten in Le Bourget. Ist das alles, Herr Generaldirektor? Nein, rufen Sie für morgen am Spätnachmittag den Verwaltungsrat zu einer außerordentlichen Sitzung ein. Monsieur Janvier brauchen Sie nicht aufzufordern. Sagen Sie einfach, Sie hätten ihn leider nicht erreichen können. Ist das klar? Selbstverständlich, Herr Generaldirektor. Sonst noch etwas? Ja, sagen Sie Floriak, unserem Anwalt, Bescheid. Er soll die Akte mit unserer Klage beim Seegericht einreichen. Wir senden Nachrichten. Wie wir erfahren, ist der Michimaru soeben ein Helikopter von La Valletta zu Hilfe gekommen. Die Reparatur ist im Gange und der Kommandant Coutange meldet, der Supertanker könne gegen 17 Uhr seinen Kurs wieder aufnehmen. Wir erfahren weiterhin, dass der Kreuzer Imbattable, das Flaggschiff von Admiral de la Marée, ebenfalls zur Stelle sein wird und seine Hilfe zugesichert hat. Soeben erhalte ich einen Bericht der französischen Presseagentur. Er lautet: Monsieur Pierre de Mathias, Generaldirektor der Société Française des Transports Pétroliers, ist an Bord seiner Privatmaschine nach Malta abgeflogen. Er hat jede Erklärung abgelehnt. Die sind wohl eingeschlafen da unten. Was machen Sie denn bloß? Sicherlich Ihr Bestes, Kommandant. Ja, natürlich. 20 nach 5. Die Imbattable kommt auf uns zu. In 10 Minuten sind wir auf Rufweite. Noch nie ist mir die Zeit so lang geworden. Pellant? Ich weiß, ihr tut, was ihr könnt, aber wir können jeden Augenblick mit einem Felsen kollidieren. Wir sind fertig. Was? Es hat geklappt. Es hat geklappt? Ihr seid fertig? Bravo, Pollan, gut gemacht. Maschinenvolle Kraft voraus, Ruder 3- Backbord. Maschinenvolle Kraft voraus, Ruder 3- Backbord. Was reagiert, Kommandant? Sie haben es geschafft. Müssen wir den Imbattable melden? Ja, Sie würden Sie am Manövrieren sehen. Trotzdem, Sie haben recht, Abi. Schon aus Anstand schulden wir dem Admiral eine Meldung. Basti, danken Sie der Imbattable. Sagen Sie, dass alles in Ordnung ist an Bord und dass wir Kurs auf Malta nehmen, um den Ingenieur abzusetzen. Nehmen Sie Kurs auf 160. Kurs 160, Kommandant. Ja. Ja. Stimmt doch was nicht. Abi. Ja. Wir sind aufgelaufen. Da bin ich sicher. Das hätten wir doch gespürt. Pellant, ich bin überzeugt, wir sind eben aufgelaufen. Auch wenn sie das Schiff kein Deut gerührt hat. Ich habe das Knirschen gehört. Wir haben ein Unterwasser erwischt. Ist es ernst? Ich weiß nicht. Ist ja eben erst passiert. An welcher Stelle? Bestimmt Steuerbord Abstand. Mit ein bisschen Glück wären wir daran vorbeigekommen. Wir hatten gerade angefangen zu wenden. Lassen Sie die Schotten dicht machen und geben Sie mir durch, welchen Umfang das Leck hat. Sofort, Kommandant. Basti? Ja? Wir sind soeben aufgelaufen.
Ich weiß noch nicht, ob es was Ernstes ist, aber ich habe Steuerbord 8 dann alles dicht machen lassen. Normalerweise müssten die Schotten halten. Verständigen Sie die Ombartabel, dass wir ihnen eine Trotze rüberwerfen, falls wir zu Beschlagseite kriegen. Beeilen Sie sich. Ist schon so gut wie erledigt. Ja? Wie werden? Wir haben einen Riss von ca. 15 Meter 8 an Steuerbord, Kommandant. 30 Tonnen Öl sind ungefähr ausgelaufen. Die Schotten? Sie halten. Haben Sie den Eindruck, es ist gefährlich? Es wird uns nicht hindern, nach Hause zu fahren. Das Schiff kränkt nicht um ein Haar. Nein, von daher gibt es also keine Wehwehchen. Für die Reparatur allerdings wird es sicher 4 Monate stillgelegt werden müssen. Der Matthias wird triumphieren. Das sind schon 30 Tonnen im Verhältnis zum Rest. Der Matthias macht sich einen Dreck aus dem Öl. Nur sein Schiff zählt für ihn. Und jetzt habe ich ihm sein Spielzeug kaputt gemacht. Ja, das habe ich leicht übertrieben. Ravier, wir haben zwar die Ladung gerettet, aber das Schiff wird im Trockendock stilllegen müssen. Das sind 6 Millionen Tonnen Rohöl entgangener Gewinn, den ich der Gesellschaft koste. Es sollte mich wundern, wenn der Matthias mit dem Schwamm darüber geht. Wir stehen alle auf Ihrer Seite, Kommandant. Ja, ich weiß, Günther, ich weiß. Ich fürchte nur, das genügt nicht. Wenn es sein muss, ersetzen wir das Schiff. Gewärm. Das ist eine heikle Sache. Bei einer gut organisierten Gewerkschaftsaktion marschiert die ganze Handelsmarine hinter uns. Da wagt die Gesellschaft nicht, etwas zu unternehmen. Na ja, schon gut. Schon gut. Danke, Gewärm. Soll ich auf die Brücke zurück? Sagen Sie der Wachmannschaft, sie soll die Schadenstelle im Auge behalten. Wenn irgendwas vorfällt, kommen Sie wieder blitz zurück. Verstanden, Kommandant. Wir senden Kurznachrichten aus Malta. Was wir befürchtet haben, hat sich unglücklicherweise ereignet. Im selben Moment, wo die Reparatur auf der Mishimaru durchgeführt war und der Tanker wieder Kurs aufgenommen hatte, ist er auf ein Unterwasserriff aufgelaufen. Die Ausmaße des Wassereinbruchs sind noch nicht bekannt. Der Kreuzer Ambatable hält sich längsseits des Riesentankers, der seinen Kurs auf Malta, wie France Presse meldet, mit verminderter Geschwindigkeit verfolgt. Jedenfalls wird die Mishimaru einige Zeit vor La Valletta vor Anker gehen, denn am Quai ist keine Anlage vorhanden, an der sie festmachen könnte. Zwischen der Insel und dem Schiff wird ein Pendelverkehr eingerichtet. Eine Stellungnahme seitens des Élysée-Palastes liegt uns nicht vor. Da ist was schiefgegangen. Ja, Herr Premierminister. Hm. Schlimm? Nicht sehr, aber ärgerlich. De la Marie zufolge, der Augenzeuge war, hatten sie einen Wassereinbruch und haben etwa 30 Tonnen Rohöl verloren. Ah, nicht so schwerwiegend, als wenn die Mishimaru untergegangen wäre. Haben Sie das Präsidialamt benachrichtigt? Gerade eben. Der Matthias wird brüllen. Das hat er schon. Ich habe Monsieur de Matthias gerade noch erreicht, bevor er nach Malta abgeflogen ist. Ja, hat er Ihnen gedroht, Ihre Diäten als Aufsichtsrat zu streichen? Ja, so ungefähr. Na, sagen wir, er verspricht, sie mir zu beschneiden. Abgesehen davon ist Coutanche der Held des Tages. Ausgezeichnet. Unser Land hat schon lange keinen mehr gehabt. Fügen Sie meine persönlichen Glückwünsche an die des Élysée an. Ach, da wir gerade dabei sind, bereiten Sie eine kleine Zeremonie für die Rückkehr der Mannschaft vor. Ich werde persönlich dem Kommandanten Coutanche den Verdienstorden anheften. Natürlich nur, falls der Präsident es nicht selbst tun will. Der Präsident wird abwesend sein, Herr Premierminister. Er muss die erste Linie der städtischen Untergrundbahn in Teheran anweilen. Ach ja, das habe ich vergessen. Was wollen Sie, Jean-Yves? Jedem sein Pläsierchen. Gut, Sie organisieren mir das alles, ich verlasse mich da auf Sie. Wie verhalten wir uns dem Matthias gegenüber? Lassen Sie ihn höflich, aber nachdrücklich wissen, dass es sein eigenstes Interesse ist, wenn er sich ruhig verhält. Sagen Sie ihm außerdem, dass das Marineministerium sich mit Wohlwollen seiner Seeschadenakte annehmen wird. Wir werden dafür sorgen, dass die Versicherungen schnell handeln. Das ist alles für den Augenblick. Ja. Ach, ich vergesse. Sagen Sie Radio France und den Presseabteilungen der 3 Fernsehsender Bescheid, dass ich morgen Abend eine kurze Rede halte, um der Freude und Dankbarkeit der Regierung Ausdruck zu verleihen. Ich erwarte die Presse um 16 Uhr im Matignon. So, jetzt gehe ich. Sie kümmern sich um alles, ja? Danke, Jean-Yves. Es wird alles erledigt, Herr Premierminister. Hatten Sie eine Ahnung, dass der Matthias nach Malta kommen würde? Nein, Ravier. Ich habe es genau wie Sie eben erst durchs Radio erfahren. Sollte mich wundern, wenn er mit einem Blumenstrauß an Bord käme. Eher schon mit Kranz und Towerflor. Mensch, Javier, ich habe alles bis hier. Ja, Sie haben seit 30 Stunden kein Auge zugetan. Sie sind einfach fertig. Sie haben auch nicht gerade viel geschlafen. Ja, ich bin genauso fertig wie Sie, Kommandant, ist doch klar. Ob der Matthias nun kommt oder nicht,
Ich habe einen Haufen Ärger gemacht, das steht fest. Aber er kann mir sagen, was er will. Mir, mein lieber Ravier, mir ist das restlos egal. Das dürfen Sie nicht sagen, Kommandant. Sie haben Argumente vorzubringen. Sie müssen sich verteidigen. Was Sie getan haben, ist großartig. Vergessen Sie das Telegramm vom Élysée-Palast und die Glückwünsche, die von überall her eintrafen. Und? Was habe ich davon? Ja, sind Sie nicht ein bisschen stolz? Doch, Ravier, doch. Ich bin stolz, sehr stolz, dass ich solch eine Mannschaft habe. Das versöhnt. Aber wenn ich daran denke, was ihr für mich getan habt und dass ich euch in eine so missliche Lage gebracht habe, dann macht mich das ganz krank. Nicht einer von uns wird Sie im Stich lassen. Danke, Javier. Aber ich fürchte, dass... Hallo, Kommandant? Ja, bitte. Hier ist das Fallrecht, Kommandant. Monsieur de Matthias ist an Bord. Ja, führen Sie ihn in die Offiziersmesse. Ich komme. Monsieur de Matthias, der kleine Zwischenfall, den wir gehabt haben, sollte kein Anlass sein, dass Sie sich extra herbemühen. Ein kleiner Zwischenfall? Kommandant, ich bin sprachlos über Ihre Leichtfertigkeit. Ich sehe nicht einen Schatten von Leichtfertigkeit in meinem Handeln, Herr Generaldirektor. Insubordination, schwere Verfehlung, Streik des Bordpersonals auf Ihrem Schiff, mindestens 4 Monate Stilllegung der Mishimaru. Und Sie haben die Dreistigkeit, das einen kleinen Zwischenfall zu nennen? Und 500.000 Tonnen Rohöl im Meer, wie hätten Sie das genannt? Eine hellsichtige Entscheidung. Schmerzlich, gewiss. Aber sie hätte ihr Schiff vor einer Havarie bewahrt. Sie sind verantwortlich, ganz allein verantwortlich für die Mishimaru. Ganz recht. Und mir liegt daran, Ihnen deutlich zu sagen, dass ich mit reinem Gewissen und in meiner Integrität als Seemann gehandelt habe, der in 38 Dienstjahren nicht die kleinste schlechte Note aufzuweisen hat. Wir sind nicht hier, um Ihr Dienstverhältnis zu durchleuchten. Sie wären noch niemals Kommandant auf der Mishimaru geworden, wenn wir Sie nicht für den richtigen Mann gehalten hätten. Leider ist der Mensch nicht unfehlbar. Und Sie haben gefehlt. Gefehlt gegen Ihren Auftrag. Glauben Sie nur nicht, dass Sie mildere Umstände bekommen. Sie haben vor, mich vor das Seegericht zu stellen. Allerdings, das ist die Absicht der Gesellschaft. Sie sind hiermit Ihres Kommandos enthoben. Ravier als zweiter Kapitän wird für die Rückkehr der Mishimaru sorgen. Wie Sie wollen. Ravier, kommen Sie mit in die Messe. Was soll denn das bedeuten? Da ich von meinem Kommando entbunden bin, liegt mir daran, dass Sie Kapitän Ravier persönlich über die Entscheidung unterrichten, die Sie eben getroffen haben. Na, das ist ja unerhört! Nein, Herr Generaldirektor, das ist einfach Seemannsbrauch. Na schön. Inzwischen können Sie mir sagen, aus welchem Grunde Sie einen Mannschaftsstreik an Bord gehabt haben. Noch dazu zu einem Zeitpunkt, wo die Lage so ernst war, dass die Männer und das Schiff in höchster Gefahr waren. Bitten Sie Kapitän Ravier, die Leute in der Messe zu versammeln und stellen Sie ihnen die Frage selbst. Coutange, geben Sie nicht noch mehr Anlass zur Beschwerde. Wir haben bereits genügend Material gegen Sie. Ich habe es Ihnen gerade erklärt. Da Sie mir den Befehl an Bord entzogen haben, bin ich nicht mehr befugt, irgendetwas zu veranlassen. Sie haben mich gerufen, Kommandant? Ja, Ravier. Monsieur de Matthias möchte Ihnen eine Mitteilung machen. Herr Ravier, als erster Offizier sind Sie der zweite Kapitän, nicht wahr? Stimmt. Dann nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich die Entscheidung getroffen habe, Kommandant Coutange von seinem Kommando zu entheben. Folglich wollen Sie bitte die Mishimaru nach Fos-sur-Mer zurückbringen. Ist diese Entscheidung vom Verwaltungsrat genehmigt? Natürlich nicht. Der tritt erst morgen zusammen. Dann muss ich es leider ablehnen, Ihren Befehl auszuführen. Was sagen Sie? Sie weigern sich? Ja, ich weigere mich. Das ist ja ein beispielloser Skandal! Ravier, Sie sind auf dem besten Wege, Ihre Karriere zu zerstören. Also, wer hat hier jetzt das Kommando? Ist auf weiteres Kommandant Coutange. Ravier, bitte Sie. Ich bedauere sehr, Kommandant. Diese Entscheidung treffe ich auch zum Guten der Gesellschaft. Zum Guten der Gesellschaft? Sie sind ja verrückt! Total verrückt! Als zweiter Kapitän kenne ich sehr wohl meine Möglichkeiten. Das Gespann, das wir bilden, Kommandant Coutange und ich, ist ein gutes Gespann. Ein Gespann, das sich bewährt hat. Aber vor allem dank Ihnen. Er ist der Chef. Zu ihm haben die Leute Vertrauen. Er ist ein unteiliger Seemann. Sie verlangen von mir, seinen Platz einzunehmen. Ich bin davon überzeugt, dass die Gesellschaft ein Risiko eingehen würde, wenn ich diese Aufgabe jetzt übernehme. Kommandant Coutange hat sich geweigert, Befehlen zu gehorchen, die ihm erteilt worden sind. An Bord der Mishimaru ist er allein befugt, die nötigen Entscheidungen zu treffen. Darüber wird das Seegericht befinden. Wahrscheinlich ist es auch unnötig, Sie zu fragen, warum die Mannschaft plötzlich in Streik getreten ist. Ganz unbedeutender Streik, Herr Generaldirektor. So. Aber der Grund? Ja, nur eine Meinungsverschiedenheit über den Personaleinsatz. Wir haben mit dem Gewerkschaftsvertreter verhandeln müssen. Und für die Dauer dieser Diskussion ist die Mannschaft in den Streik getreten. Und das während der Abdrift? Da meinen Sie, wir hätten rudern lassen sollen? Javier! Ihr Zynismus und Ihre Ironie sind völlig deplatziert. Brauchen Sie mich noch? Nein. Sehen Sie. Was Sie sich soeben geleistet haben, ist sorgfältig notiert, Monsieur Ravier.
Ich versichere Ihnen, Sie werden nie wieder einen Fuß auf ein Schiff setzen. Nicht einmal als einfacher Matrose. Sie werden vor das Seegericht geladen unter der gleichen Anklage wie Kommandant Gutorsch. Das ist Ihr gutes Recht. Ich empfehle mich, Herr Generaldirektor. Kommandant Gutorsch, ich habe weder Zeit noch Lust, einen neuen Kapitän per Flugzeug kommen zu lassen. Außerdem, wie die Dinge liegen, würde es mich nicht wundern, wenn Sie und Ihre Mannschaft ein abgekartetes Spiel treiben. Sie bleiben vorläufig auf Ihrem Posten. Wie Sie wünschen, Herr Generaldirektor. Folglich beauftrage ich Sie, die Michimaru nach Fossiermeer zurückzuführen. Sobald Sie am Quai liegen, werden Sie der Ladung des Seegerichts Folge leisten. Ich werde es nicht versäumen. Außerdem werde ich den Verwaltungsrat der Gesellschaft gleich morgen über Ihre Haltung und die unqualifizierten Worte unterrichten, die hier in der Messe gefallen sind. Natürlich. Was Sie getan haben, das ist eines echten Seemannes unwürdig. Dann wüsste ich allerdings gern, woher Sie wissen wollen, was eines Seemanns unwürdig ist oder nicht. Ich werde meine Handlungsweise nur vor dem Seegericht verantworten. Kommandant, wir sehen uns in Fossiermeer. Wir sind mit unserem Sonderberichterstatter Jules Perrin verbunden, der in Fossiermeer die weitere Entwicklung des Falls Michimaru verfolgt. Hallo Jules Perrin, liegt die Michimaru am Cape? Ja, wahrhaftig. Der 500.000 Tonnen Riese hat soeben sanft am Cape festgemacht, obgleich seine hintere Steuerbordseite an die 15 Meter aufgeschützt ist. Eine große Menschenmenge wartet darauf, dass der Kommandant und seine Leute das Fallrad herunterkommen. In aller Eile ist eine kleine Tribüne errichtet worden. Sie wird von einer Kompanie Marinesoldaten flankiert, die die Ehrenbezeigungen erweisen soll, während das Musikkorps der Marineinfanterie sich auf die Ankunft des Premierministers vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ein genauer Zeitplan vorgesehen ist. Aber jetzt, in diesem Moment, kommt Kommandant Coutanche, begrüßt von der Menge langsam herunter, während die Kartfahrer des offiziellen Ehrengeleits sich auf den Quai aufgestellt haben. Mann für Mann der Besatzung reihen sich respektvoll hinter ihrem Chef ein. Der Premierminister, soeben vorgefahren, entsteigt seinem Wagen, begrüßt zuerst den Bezirkspräfekten und drückt dann Admiral de la Marée, wie auch anderen Persönlichkeiten, die Hand. Er geht auf die Tribüne und nähert sich den Mikrofonen, während er seinen Blick auf Kommandant Coutanche richtet. Dieser ist sehr blass, offensichtlich sehr bewegt. Hören Sie die Ansprache des Premierministers. Kommandant Henri Coutanche, Offiziere, Mitglieder der Mannschaft der Michimaru. Der Präsident der Republik hat mich beauftragt, Ihnen seine Freude und seine Anerkennung zu übermitteln. Kühne Tat, die Sie aller Gefahr zum Trotz vollbracht haben, um unsere Ufer und ihre Bewohner vor einem Schaden zu bewahren, dessen Folgen wir uns täglich erwehren müssen, wird für uns beispielhaft bleiben. Ich schließe mich, wie auch alle Regierungsmitglieder, der Dankbarkeit des Präsidenten der Republik an und in seinem Namen, wie in dem meinen, spreche ich Ihnen die herzlichen Glückwünsche aus. Kommandant Henri Coutanche, Kraft der mir erteilten Ermächtigung, erkläre ich Sie hiermit zum Ritter des Nationalen Verdienstordens. Nun heftet der Premierminister dem Kommandanten Coutanche die Auszeichnung an seinen Rock und erteilt ihm den Ritterschlag. Die beiden Herren wechseln ein paar Worte, drücken einander die Hand. Dann dreht sich der Premierminister um, winkt der Menge freundlich zu, geht zu seinem Dienstwagen zurück, nicht ohne auch die Mitglieder der Mannschaft herzlich begrüßt zu haben. Die Zeremonie, absichtlich sehr kurz, ist jetzt beendet. Hier spricht Gilles Perrin, direkt aus Fossiermeer. Ich gebe zurück an die Zentrale. Wir senden Kurznachrichten. Der Michimaru-Prozess. Gemäß der seerechtlichen Prozessordnung findet die Verhandlung gegen den Kommandanten Coutanche unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Verhandlung ist seit 3 Tagen im Gange und es sickern nur wenige Nachrichten durch. Wie wir uns erinnern, ist die Michimaru infolge eines Maschinenschadens in der Nähe der Insel Malta mit einem Unterwasserriff kollidiert. Ein Riss im Schiffsrumpf hatte den Verlust von 30 Tonnen Rohöl zur Folge. Befehlsverweigerung, Streik der Schiffsbesatzung, fachliches Versagen, das sind die Hauptanklagepunkte, vorgebracht von der Société Française des Transports Pétroliers, vertreten durch Rechtsanwalt Floriac. Die Verteidigung des Kommandanten Coutanche nimmt Rechtsanwalt Issoir wahr, der nicht versäumt hat, Professor Menardier, Admiral de la Marée und Xavier Janvier, den Kabinettschef des Premierministers, als Zeugen vor Gericht zu laden.
Unser Reporter Gilles Ferrin fasst zusammen. Zur Stunde ist es kaum möglich zu erfahren, wie das Urteil aussehen wird, das heute Abend, spätestens aber morgen, von dem Seegericht gefällt wird. Die verschiedenen Zeugen der Verteidigung und der Anklage verweigern jeden Kommentar. Wir haben beiläufig die düstere Miene des Generaldirektors de Matthias bemerkt, der zu befürchten scheint, dass die Argumente der Anklage vor Gericht nicht bestehen werden. Danke, Gilles Ferrin. Melden Sie sich, wenn Sie etwas Neues erfahren. Herr Präsident, ich glaube, im Laufe der Verhandlung zur Genüge dargelegt zu haben, dass Kommandant Coutanche und seine Mannschaft voll verantwortlich sind. Die Motive für den Streik des Personals sind nur allzu durchsichtig. Er war dazu bestimmt, die ablehnende Haltung des Kommandanten gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Und das trotz 6- oder 7-maliger Befehle. Die Bilanz ist folgenschwer, sehr folgenschwer. Die Société des Transports Pétroliers sieht sich infolge Stilllegung einer ihrer größten Einheiten genötigt, für eine erhebliche Anzahl ihrer Raffineriearbeiter Kurzarbeit einzuführen. Die Probleme der Vollbeschäftigung stehen gegenwärtig an erster Stelle und das Gericht wird auch diese Folgen des unverantwortlichen Verhaltens von Kommandant Coutanche in Betracht ziehen müssen. Herr Rechtsanwalt, wir sind noch nicht bei den Plädoyers. Der Prozess, mit dem wir uns zu befassen haben, ist strikt an den seerechtlichen Code gebunden und hat mit Beschäftigungsproblemen nichts zu tun. Aber doch... Ich bitte Sie, Herr Rechtsanwalt. Das Gericht möge bitte entschuldigen. Um zum Schluss zu kommen, möchte ich einen von der Verteidigung benannten Sachverständigen in den Zeugenstand rufen, Professor Menadier. Herr Professor, würden Sie bitte näher kommen? Ja. Herr Professor, Sie haben vor dem Tribunal einen beachtlichen Vortrag über die schweren Folgen gehalten, die eingetreten wären, wenn die Mishimaru die geladenen 500.000 Tonnen Rohöl abgelassen hätte. Ganz recht. Ich habe nicht Ihre Sachkenntnis auf dem Gebiet der Umweltverschmutzung. Ich möchte Sie daher jetzt fragen, welche Gefahr Sie für größer halten? Die Verseuchung durch Radioaktivität oder die Verpestung durch Kohle-Wasserstoff-Verbindungen? Herr Rechtsanwalt, Sie stellen die Problematik nicht richtig dar. Nach meinem Verständnis geht es hier nicht darum, aktuelle Gefahren zu analysieren und miteinander zu vergleichen. Nur eins ist wichtig, denn es ist von weltweiter Bedeutung, die Folgeerscheinungen. Also gut, sprechen wir von den Folgeerscheinungen. Zur Zeit der überirdischen Atombombenversuche auf Mururoa, jetzt mehrere Jahre zurückliegenden, die uns damals Proteste seitens Australiens und Neuseelands eingebracht haben, sind da irgendwelche Missbildungen als Folge der radioaktiven Niederschläge festgestellt worden? Ich habe mich mit diesem Problem nicht befasst. Sie werden aber doch zugeben, dass die Radioaktivität schwere Gefahren mit sich bringt, sowohl für den Menschen wie für die Fauna und Flora. Ich stimme dem zu. Mhm. Und ich bin nicht der Einzige. Zahlreiche Komitees sind gebildet worden. Die Bewegungen weiten sich aus. Die Bittgesuche nehmen überhand. Ich halte fest, dass Sie dem zustimmen. Unser Land treibt gegenwärtig die Errichtung einer Anzahl weiterer Kernkraftwerke voran, gemäß Plan 7 der Regierung. Haben Sie Kenntnis von Unfällen, von Schadenserscheinungen, die solchen Fabriken zuzuschreiben wären? Ich habe keine Kenntnisse von Unfällen, aber von zahlreichen Vorfällen, welche die Sicherheit der Umgebung in Frage stellen. Leichter Art? Leichter Art. Also hat unsere Spitzentechnologie zur Genüge bewiesen, dass wir in der Lage sind, eine so komplexe Aufgabe wie die Nutzbarmachung des Atoms zu meistern. Die gegenwärtigen Ergebnisse scheinen Ihnen recht zu geben. Andererseits weiß ich, wie sehr Sie darum gekämpft haben, die französische Industrie zu veranlassen, vor dem Abfluss schädlicher Substanzen Kläranlagen einzuschalten. Stimmen Sie zu, dass die Meeresverschmutzung deutlich zurückgeht? Dazu kann ich nur eins sagen. Durch unaufhörliche Anstrengungen wurde bisher nichts weiter erreicht, als dass die Meeresverschmutzung die gleiche geblieben ist. Ja, zugegeben. Gefährdet diese Verschmutzung wirklich alle übrigen Gewässer, die den Planeten bedecken? Ganz zweifellos. Beweisen Sie es. Wenn mehrere Tanker vom Typ der Mishimaru versinken würden, gäbe es für mich keinen Zweifel, dass das Schicksal der Menschheit ernsthaft in Gefahr wäre. Machen Sie uns wenigstens ein paar nähere Angaben. Der Hunger in der Welt ist in eine kritische Phase getreten, das ist Ihnen bekannt. Man verschwendet zu viel, man konsumiert gedankenlos und der Graben vertieft sich unaufhaltsam zwischen denen, die zu viel haben und den anderen, denen es zum Überleben am notwendigsten fehlt. Allein die Proteine, die im Meer enthalten sind, können uns noch eine gewisse Zeit vor revolutionären Umwälzungen schützen. Was Sie dem Kommandanten Coutanche als Befehlsverweigerung vorwerfen, ist für mich ein heroischer Akt, der zur Erhaltung der menschlichen und tierischen Spezies beigetragen hat. Ich wiederhole meine Frage. Können Sie beweisen, dass 500.000 Tonnen Rohöl, abgelassen in den Gewässern von Malta, das gesamte Mittelmeer verseuchen würden? Nicht direkt, aber... Können Sie es beweisen, ja oder nein? Eine erhebliche Anzahl von Mutmaßungen... Haben noch nie den Schatten eines Beweises erbracht. Ich danke Ihnen, Herr Professor. Ich bedauere, dass Sie die Kriminologie mit der wissenschaftlichen Domäne verwechseln. Das sind völlig verschiedene Dinge. Ich überlasse es dem Gericht, darüber zu urteilen. Danke, Herr Professor. Herr Rechtsanwalt, es war keine Fragen, Herr Präsident. Damit ist also die Anhörung der Zeugen abgeschlossen. Herr Rechtsanwalt Florijak, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Herren vom Gericht.
Im Grunde kann ich mir mein Plädoyer ersparen. Wie der Herr Präsident betont hat, geht es hier allein um das Seerecht, so hart seine Bestimmungen auch manchmal erscheinen mögen. In dem vorliegenden Fall ist der Tatbestand so klar und eindeutig, dass sich allein daraus bereits das Strafmaß ergibt. Ein vorbildlicher Seemann hat sich zum ersten Mal in seinem Leben geweigert, den Befehlen zu gehorchen, die ihm von seinem Dienstherrn erteilt worden sind. Wir wissen nur zu gut, was das Wort bedeutet, Herr an Bord nach Gott. Aber hier hat der Kommandant Coutances sich eine Verantwortung angemaßt, die ihm nicht zustand. Mit seiner Weigerung, die ausdrücklichen Anordnungen zu befolgen, hat er das Leben seiner Mannschaft in Gefahr gebracht und sein Schiff einer Havarie ausgesetzt, die es für mehrere Monate stilllegt. Der Gewinnausfall der Gesellschaft, die ich vertrete, geht in die Millionen. Außerdem sind zahlreiche Arbeitsplätze in den Raffinerien gefährdet. Der seerechtliche Code basiert vor allem auf Gehorsam. Also soll man mir nichts erzählen von humanitärer Mission, Heroismus und Opferbereitschaft. Ich erkläre, Kommandant Coutances ist der Insubordination schuldig. Ich erwarte vom Gericht, dass ihm die im Seerecht vorgesehene Strafe auferlegt wird. Ich danke Ihnen, meine Herren. Herr Rechtsanwalt Dessoir, wir hören Sie jetzt zur Verteidigung des Kommandanten Coutances. Ich erinnere daran, dass der Fall Ravi und der Mannschaft der Mishimaru in einer späteren Sitzung behandelt wird. Herr Präsident, meine Herren vom Gericht. Anhand des Tatbestandes, stricto sensu, hat mein Kollege Rechtsanwalt Floriat zugegebenermaßen mühelos dargelegt, dass mein Klient, Kommandant Coutances, sich der Insubordination schuldig gemacht hat. Es ist wahr, er ist in voller Absicht ungehorsam gewesen, nachdem er mit seinem ersten Offizier alle erdenklichen Konsequenzen seiner Handlungsweise abgewogen hatte. Soll man aber in diesem Fall nach dem Tatbestand richten? Oder nach dem Motiv? Wenn Sie nach dem Tatbestand richten, werden Sie einen Mann verurteilen, einen vorbildlichen Seemann, wie Rechtsanwalt Floriak ganz richtig betont hat. Nach dem Tatbestand werden Sie einer multinationalen Gesellschaft Recht geben, deren mit Zynismus erklärtes Ziel darin besteht, ohne Rücksicht auf Umweltprobleme Superprofite zu erzielen. Ich stehe nicht hier, um die Moral der Ölgesellschaften anzuprangern. Doch wenn Sie nach dem Tatbestand richten, dann verleugnen Sie die Auszeichnung, die der Herr Premierminister meinem Klienten überreicht hat. Wenn Sie dagegen nach dem Motiv richten, werden Sie diesen Mann nicht bestrafen. In meinen Augen besteht sein einziges Unrecht darin, dass er einen Befehl nicht befolgt hat, dessen Ausführung der Menschheit schweren Schaden zugefügt hätte. Wenn Sie nach dem Motiv richten, werden Sie, Herr Präsident, die Erklärung des Admirals de la Marais nicht außer Acht lassen können. Als Seemann, wie Kommandant Coutances, hat er Ihnen ausführlich auseinandergesetzt, wie groß der Gewissenskonflikt seines Kollegen gewesen sein muss, da noch dazu das Personal der Mishimaru im Streik war. Nein, Kommandant, bitte haben Sie etwas zu sagen. Präsident, Herr Rechtsanwalt, entschuldigen Sie, aber ich erlaube nicht, dass man versucht, meine Verantwortung zu verringern, indem man den Streik der Besatzung in den Vordergrund rückt. Er ist mit meinem Einverständnis von der Mannschaft beschlossen worden, damit ich die Ladung so lange wie möglich an Bord halten konnte. Wir werden Ihren Einspruch berücksichtigen. Herr Verteidiger, bitte fahren Sie fort. Ein neuer Beweis für die Skrupel, die meinen Klienten bewegt haben. Aber ich möchte Sie auch noch an die Ausführung des Kabinettschefs, des Herrn Premierministers, erinnern, der hier erklärt hat, wie sehr die sogenannte Insubordination des Kommandanten Coutances seitens der Regierung als eine würdige und mutige Tat betrachtet wird. Schließlich, wenn Sie nach dem Motiv urteilen, vergessen Sie nicht die Worte des Präsidenten der Republik. Die Umweltverschmutzung ist eine schwere Gefahr, deren Folgewirkungen, wenn sie nicht mit allen Mitteln unterbunden wird, schrecklicher wären als die eines bewaffneten Konflikts. Denken Sie über diese Worte nach, meine Herren vom Gericht. Sie erhellen vorzüglich die Motive des Kommandanten Coutances. Indem er tat, was er getan hat, hat er vielleicht das Schlimmste verhütet. Ich behaupte sogar, er hat das Schlimmste verhütet. Im Namen der 3 Milliarden Menschen, die unseren Planeten bevölkern, bitte ich um Freispruch für den Kommandanten Coutances. Ich danke Ihnen, meine Herren. Kommandant Coutances, haben Sie etwas hinzuzufügen? Herr Präsident, als Kommandant des Tankers Mishimaru übernehme ich allein die Verantwortung für das, was geschehen ist. Ich bitte darum, die von der Société Française des Transports Pétroliers gegen meinen Stellvertreter Rabier und gegen meine Mannschaft erhobene Klage niederzuschlagen. Ich danke dem Gericht. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Die Sitzung ist geschlossen. Wir schalten um zu unserem Sonderberichterstatter beim Prozess von Fos-sur-Mer. Hallo, Fos-sur-Mer. Hier ist das Seegericht von Fos-sur-Mer. Der Präsident und seine Beisitzer haben gerade die Sitzung zur Beratung vertagt
Und der Herr Verteidiger und der Anwalt der klagenden Partei kommen aus dem Gerichtssaal. Ich werde versuchen, eine Stellungnahme von Ihnen zu erhalten. Herr Rechtsanwalt Floriak, bitte. Was meinen Sie, wie wird das Urteil ausfallen? Mein Standpunkt ist unangreifbar. Das Seherecht ist auf meiner Seite. Das heißt also Verurteilung? Ziehen Sie daraus die Schlüsse, die Sie wollen. Danke, Herr Rechtsanwalt. Ich werde die gleiche Frage an Rechtsanwalt Iswar richten. Ach, bitte, Herr Rechtsanwalt Iswar. Ja. Können Sie uns sagen, wie die letzte Sitzung verlaufen ist? Vor der gesamten Öffentlichkeit ist Coutange unschuldig. Wenn der Präsident sich jedoch an die Buchstaben des Seerechts klammert, ist er schuldig. Der seerechtliche Code ist unmenschlich, ist es so? Alle Codes sind es. Dazu sind sie geschaffen. Herr Rechtsanwalt, Sie scheinen nicht an den Freispruch Ihres Klienten zu glauben. Im Gegenteil, ich glaube mit meiner ganzen Kraft daran. Es hieß an der Justiz verzweifeln, wenn ein Mann wie Coutange seines Postens enthoben werden sollte. Danke, Herr Rechtsanwalt. Ich gebe vorerst zurück nach Paris und schalte mich bei unserer nächsten Nachrichtensendung wieder ein. Vielleicht dann schon mit dem Urteil. Das Gericht! Herr Coutange, bitte stehen Sie auf. Das Gericht hat über die beiden Anklagepunkte beraten und wie folgt entschieden. Das im Fos-sur-Mer versammelte Gericht spricht Sie schuldig. Enthebt Sie Ihres Kommandos, streicht Sie aus dem Register der Handelsmarine, verlangt Ihre vorzeitige Pensionierung und Ihre sofortige Beurlaubung. Die Bemessung des Schadensbetrages, der von der Klägerpartei gefordert wird, bleibt einem Zivilgericht überlassen. Die Sitzung ist geschlossen. Sie hörten 500.000 Tonnen Rohöl von Philipp Deretz.